Dann hallo und herzlich willkommen bei Klingo Games. Ich bin Kirk. Ingo. Und wir spielen heute Emergency 4 und mit dabei ist der Hoffel, moin. Jo, und dann würde ich sagen, Hoffel, walte deines Amtes oder Amte deines Waldes mit der Debug, mach mal, dass die Einsätze losgehen. Alles klar, bitteschön. Ein Trauma. Das ist ja ein Träumchen, das Trauma. Das So, sind die ich bin gerade schlechten. im Fahrzeug 45 Was? geflogen. Moment. Ist aber nicht abgestürzt, oder? Nein, ich komme gerade bloß nicht mehr rein. Nein. Jetzt, warte, jetzt. Jetzt. Zum Glück. So. Ich werde jetzt mal eben kurz die Polizei schon mal fertig machen, dass die Streife fahren. Geht das Fenster doch wieder zu? Ja, du kannst, da unten ist ein Pfeil, wenn du da drauf drückst, oder du drückst Tab. Okay. Bei dir unten hier. Hat der auch irgendwo auf der Karte angezeigt? Ja. Den nehme ich nicht. Wer denn? Jetzt den Einsatz. Zum Beispiel, wenn du Du das Ding kannst. ausklappst und dann auf das Gelbe, dann siehst du, das ist aber direkt gegenüber von der Wache 1, deshalb wird der Verletzte vielleicht nicht richtig angezeigt, weil sich da die ganzen Fahrzeugmarker vielleicht überlagern. Nee, Egon. Nur minimal Überforderung. Und für die, die das auf YouTube gucken, Ingo ist gerade live, deshalb könnte es sein, dass er zusammenhanglosen Stuss labert. Also zumindest aus der Sicht eines YouTube-Zuschauers. Wo kann ich das nochmal einstellen? Öffnen, schließen kann ich nur machen bei der Karte. Das war's. Wie bei der Karte, was? Was willst du denn machen? Ich will das Zeug sehen. Welches Zeug willst du sehen? Ich will die Einsätze sehen. Der Einsatz bewegt sich gerade in Richtung Krankenhaus. So. Warum fährt hier so viel Polizei rum? Weil die Streife fahren. Ich habe sie gerade eingeteilt, dass sie hier ihre Streife fahren. Habe ich schon mal so fertig gemacht, soweit. Egon, und ich in der Einsatzleitung. Das kann nicht, wird nie gut ausgehen. Hoffe, wir hätten ja Ingo erstmal nur einen C-Dienst geben können. Halt Hä? keiner, hätte er nichts kaputt machen können. Die Da hat einer Bauch, aber. Rettung untersteht ja dieses Mal fast komplett mir. Der ist im Freibad. Ich weiß. Du stand nach Bauchplatscher. Ist er auch im Wasser? Nee. Keine Ahnung, ich Liegt sehe daneben. nicht. Das Träumchen ist abgearbeitet. Liegt da ja einer? Wir stehen alle. Das ist eine Die, ein Kind vermutlich, mit pinkem Kleidungsstück, nahe Laterne, blutige Füße. Ja, deine Hand rennt ja da gleich hin. Ach da, okay. Da liegt das Ding. Das ist kein Ding, das ist ein Patient. Das ist für mich ein Opfer. Kann Patient nicht transportfertig machen. Ja, dann fährt der Notarzt halt auch an. Ich finde das übrigens lustig, dass die im Dingens alle mit Teppichen liegen. Roffel, wärst du so nett, da mal Rettung hinzuschicken von dir? Ja, mache ich. Muss ich die eigentlich von der Stadt Alarmbereitschaft machen oder nicht? Nee, Reicht's, wenn nur wenn ich. wir sie brauchen. Oh, das sieht mir irgendwie aber auch nach Türöffnung aus. Ich kann sagen, ich glaube, ich brauche dafür noch nebenbei die Feuerwehr. Mal das LF, dann den Notarzt doch mal in Bereitstellung schicken. Opa, das ist also. Du da, das da. Duse dase, diese dase. Okay. Also, ist es richtig, dass der Rettungswagen rückwärts reinfährt? Ja, Ja. das soll er tatsächlich. Dann kann der sich schon mal sicherheitshalber eine Axt holen, falls das C-Fix-System versagt.
Ah, gut, die Tür Der geht ist sogar schon, auf. Okay, war schon keine anscheinend drin. Türöffnung. Fahrzeug 33 Ah ja, das ist wieder dieses Messi-Haus. Fahrzeug 43 Ich höher. setz Ja, den wir brauchen. Notarzt von der BF schon mal unten rein in deinen Rettungswagen. Da muss den Patienten einfach nur in den Rettungswagen schmeißen. Da brauche ich nämlich tatsächlich so einen NRF. Tango. Ja, auf dem Weg. X-Ray. Mein Trage mitnehmen. Ja, 2RTW1 hat aufgenommen. Patientin weiblich, 9 Jahre. Zustand nach. Beide Füße gegen Laternenmast getreten. Na, heute haben sie es aber mit der Medizin, ne? Auf dem Schulhof umgeklappt. Mach Bewegungsfahrt. Naja, gut, wenn ich Lehrer wäre und Pausenaufsicht auf dem Schulhof machen müsste, da würde ich wahrscheinlich auch über kurz oder lang einen Schlaganfall kriegen. Aber anders Rettung als geht nach der, Feldwehr. ich würde eher einen Anfall kriegen, die Schüler niederzuschlagen. Wie schicke ich die echt wieder auf Wache? Du klickst auf die 2, die grau ist. Musst aber RTW. vorher alle Schläuche gegebenenfalls abmachen. Was macht denn Eins. der RTW da? Jawohl. Der soll doch Haben da ein. auf den Pausenhof fahren. Bitte jetzt nicht. Blutstand RTW nach eins Faust haben zwischen Füße. aufgenommen. 22-jährige Frau, Zustand nach Dank in Messi-Wohnung. Haben wir noch einen Neff frei? Okay. Ja, doch, ich habe noch Neff, ja. Einmal bitte zur Schule. Hallo. Alter, was ist denn hier heute los? Ich schicke jetzt erstmal zum Baumarkt jemanden hin und dann schicke ich einen NRF zu dir. Ah, zum Glück, dass ich den Elena noch bestellt habe. Notfalls kann ich mich noch den Elena picken. So, Schule, sagst du? Ja. Der RTW, der auf dem Schulhof steht. Lehrer, Zustand nach zu lange mit Schülern in Kontakt gewesen. Ah, scheiße. Ja, das ist ganz schlimm. KTW, magst du auch bitte in Sonderrechten fahren? Nö, das wäre langweilig. Es ist toll, immer wenn ich aufnehme, kriegen wir nur eine Horde Rettungsdiensteinsätze. Okay, das ist Unterzuckerung. Wir brauchen den NRF. Ja, das, wo ist denn die Unterzuckerung? Ist das die am Baumarkt? Ja, das ist eine Unterzuckerung. Ja, da schicke ich gleich das, Die Polo-Kombi. ich habe hier das eine NEF. Das fährt da schon mal hin. Alter. Ingo, schickst da bitte einmal ein LF als First Responder hin. Ja, kann ich machen. Die müssen sich halt mit dem Notfallrucksack ausrüsten und dann einmal versorgen. Roffel, alarmier mal Rettungsdienst, Notarzt und RTW von außerhalb für die auf dem Dingensgelände. Check mache ich. Braucht kein Notarzt hier, die eine. Die Überglückami. Ey, geil, Braucht ich sie hol gerade die nicht. Sirenen. Was gibt, wird umgehend Kannst du so. aufladen und abtransportieren. Dann brauche ich von außerhalb doch keinen Notarzt. Dann schicke ich meine einen Notarzt auf den Campingplatz. Ich habe jetzt trotzdem das mal Okay. geschickt. Kann ja nicht schaden. Hypolokämie. Braucht kein Bro, ich finde gerade Notarzt. das Tolle, warum sind immer keine Männer auf dem Bitte. Fahrzeug? Weil die gerade alarmiert werden. So, also Bauhof ist auch vor Ort. Wo ist der Bauhof vor Ort? Ach da. Ja, guck mal zur Schule. Roffel, dein Notarzt kann einmal in den RTW springen. Check. Ja, Egon, das ist richtig. Spielen die da hier dieses, wo du so rumhüpfen musst, die Leute vom Bauhof? Nee, die Bankkaffeepause. Alter, noch ein Herzinfarkt. Will mich das Spiel trollen? Ich habe einen Notarzt direkt daneben. Irgendwo. Der Patient ist quasi vor dem Notarzt-Einsatzfahrzeug herzinfarktig geworden.
So, ich schick da mal zum Campingplatz. Einen RTW. Einsatz für den RTW von da. Alter, das ist echt nur Rettungsdienst aktuell. Gott, ich hab so eine EW-Kugrütze. RTW. Brauchen wir noch RTWs? Oder Dein irgendwas soll. Notarzt könnte dann mal in den RTW in der Schule springen. Ja, mach ich. Ist drin. Was dran? So, der Achim, der geht mal als First Responder zu der Tante. Wo da liegt. Ich halt nur solche Einsätze hier. Hallo, da muss anbleiben. Okay, Roffel ist dein Wachbezirk. Machst du mal sowas wie einen Einsatzstopp vielleicht rein, weil die Folge nähert sich auch dem Ende. Jo, ich mache Einsatz rein. Ingo, deine Feuerwehr kann direkt zum Feuer fahren. Die drei. Wo ist denn das? Das ist oben an der Kreuzung nahe Kino. Irgendwo da. Gut, Kurzschluss dass nach ich. Wohnungsbrand. HLF ist alarmiert. Okay. Hoffe, der RTW unten am Kino untersteht dir. Den kannst du ja, dann kannst du den Notarzt, der dir untersteht, auch in den RTW einsteigen lassen und die können auch außerhalb fahren. Wo denn? Am. Achso, Elef ja. halt. Welchen soll er rein? In der. Dein Irgendwie RTW. fährt mein Elf gerade mit offener Ja, Redefunk. weil die gerade eben am Dingens waren, weil die da auch die Tore aufgemacht haben. Hä? Das ist. Was macht, was hört mein Elf zusammen schon Schwachsinn? Also der externe RTW da unten, Roffel, soll den externen, mit dem externen Notarzt nach extern fahren. Ja. Oh, wird aufgesammelt. Fahrzeug 43 hört. So, der Herzinfarkt ist geregelt. Da sammelst du Warum auch. kann ich für mein LFD keine Männeralarm mehr? Nur Weil die das eine Grütze. freiwillige Feuerwehr ist, die sind nicht immer einsatzfähig. Fahrzeug 33 hört. Ich habe von der Wache 1 zu dem Brand auch mal einen LF alarmiert. Ja. Wir haben schon mit dem Löschangriff angefangen. Ingo, du kannst deine Männer mal auch mit Atemschutz ausrüsten. Mit PR. Ja, bin ich gerade Dann bei. legst du mir einen Angriff auf der anderen Seite vom Gebäude. Beziehungsweise, oder nee, du kühlst das linke Gebäude daneben, bitte. Neben dem Feuer. Und ein Feuerwehrmann muss immer bei die Pumpe starten bei den Fahrzeugen, ne? Und zwar und auch bei der Pumpe bleiben. So, ich habe jetzt einen Angriffstrupp ausgerüstet. Perfekt. Und jetzt? Klickst du einmal auf einen von deinen Männern drauf, am besten auf den Angriffstruppler. Ja? Links ist dieses Fahrzeugsymbol. Ja? Also ausrüsten klickst du drauf und dann lässt du Rauchkorb. einen mit Schlauch ausrüsten. Schließt das in dein Fahrzeug an. Gehst ein Stück vor mit dem. Fahrzeug Klickst dann auf deinen 43 Mann drauf, das ist dann so ein Verteilersymbol. Da Genau. hast. Jetzt nutzt du den noch einen Schlauch und schließt den da. Nimmst einen anderen Mann und klickst den praktisch in ein Fahrzeug drauf. Muss so ein Kettensymbol sein. So, jetzt muss alles Pumpe bedienen oder was? Feuer Also, jetzt aus. haben rein theoretisch auch euer Auswahl einmal zur Erklärung, finde ich dann bloß was. Jetzt musst du einen von deinen Der Feuerwehrmann macht genau. nichts. Ne, du musst das nochmal abbauen, du musst den erst am Fahrzeug oder so. Du musst einfach die Pumpe bedienen und dann kannst du rein theoretisch so schon löschen. Brauchst jetzt auch nicht, weil jetzt ja schon das Feuer aus.
kannst du das alles wieder zurückbauen und nächstes Mal ist du dann das los. So, LF Wache 1 rückt ein. Das ist doch dieses scheiß Gebäude, was gebrannt hat. Mit dieser übergroßen Toilette, die ich doch sowieso mal anfackeln wollte. Wenn da noch einmal so ein Fraktureinsatz ist. Irgendwo soll noch ein Verletzter rumliegen. In dem Gebäude. Synkope-Kreislauf. Keine Ahnung, nee, der Synkope-Kreislauf ist bei mir noch offen. Sind die noch auf der Karte? Aber laut dem Zähler unten haben wir nämlich auch noch einen Verletzten irgendwo. Ah, da, ja. Okay, dann ist das der. Das schickst der nach den RTW 3-2 schickst du nach außerhalb, oder? Ja, das ist nach außerhalb geschickt. Gut. So, gut, dann haben wir hier alles. Dann kann die eigentlich jetzt auch wieder einpacken. Dann würde ich jetzt einmal die Abmoderation machen. Also dann, schaltet das nächste Mal auch wieder ein bei Klingwaves, wenn es heißt, wir spielen Emergency 4 und retten die Welt. Bis dahin, euer Kirk von Klingo Games. Ciao. Tschüss.